Guck's doch mal von der anderen Seite. Ja, die scheiß Gabel da oben. Den anständig zerlegen. Ich denke, das wird das Problem sein. Das ist die Gabel. So. Ich habe die Auflieger jeweils da abgestellt, wo die jeweiligen Probleme, wo die jeweiligen Fruchtsorten sind, ne? Alles klar. Aber meinen kannst du einmal leer machen, der wird sonst gleich voll. Ja, du hast doch jetzt eh Gas drauf und wenn du es auf Raps bist, ist es sowieso Müll. Muss ich einfach parallel zu dir. Abschneiden, weil ständig irgendwer in den dämlichen Baum reinkachelt. Ossi, jetzt lass doch mal. Baum forcieren. So, schenk mir noch einen ein. Jo, ja. Da steht ein Roller Bulldog. Jo. Hilfe! Hilfe, 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 Hilfe! Jetzt werden schon die armen Kameramänner angegriffen. Er kann doch auch nichts dafür, Ossi. Einer muss ja drunter leiden. Die ja, Kameramänner. Still beteiligte Zivilisten, ich meine. Ne? Das behaupten sie alle. Ich weiß nicht, ob ich Slayer retten kann, aber... Ich brauch sie nicht zu retten. Bei mir ist keinerlei Gefahr im Verzug. Du kriegst das Ding auch das mal wieder nicht rein. Wenn du hinten anhebst, hä? Du ja, hast wie statt denn? Zu labern. Jetzt hat er den Ast auf dem Dann schlägt den Ast vorne bei der Sattelplatte hin. Du hängst in einem komplett anderen dicken Ast drin. Das ist dir schon klar. Also auf den dicken Ast, du dicker Ast. Leg der scheiß Teil da rein. Irgendwie. Das ist das echt tolle Schauspiel. Bei uns wird's nicht langweilig. Nee. Aber ihr werdet euch über die Videos, glaube ich, beömmeln vor Lachen. Das macht nichts. Wenn einer dabei ist, der mitarbeiten will, ist gerne willkommen. Ja. Der auch so Spaß haben will. Ja, wenn ich andere LUs angucke, wie spießig die sind. Oh, Junge, Junge. Gibt solchen Spaß nicht. Prost, hey. Dennis. Kindergarten. Ja, wir haben wenigstens unseren Spaß. Das finde ich auch. Und das finde ich auch am wichtigsten. Sonst macht das Ganze, das braucht man das gar nicht spielen. Wenn das alles zu ernst nimmt. Jetzt legt ihr mir tatsächlich die fucking Zwispel so vorm Laden, dass ich nicht mehr rankomme. An dem Auflieger. Hör auf zu weinen, Mädchen. Genau. Ich habe keine Tempos mehr da, die ich dir zuschicken kann. Das wird nichts. Oh Mann. Kann ich schneiden? Nein, du schneidest da jetzt nichts. Muss ja schneiden, sonst komme ich nicht über die Brücke, du Nase. Nein! Du nimmst die Dicke und fertig. Oder? Fahr doch übers Feld. Jetzt. Alter, tu mal langsam. Ich kann nicht einfach seitwärts fahren. Ossi, jetzt bleib doch mal. Weißt du? Ich kann auch nicht, ich häng. Ja, wenn du da stehen geblieben wärst, ich wollte gerade den Ast absägen. Du hast doch schon wieder Hektik im Ransen. Wo bist du? Du bist unsichtbar, du Horst. Dann bleib doch geschmeidig. Die Schnauze voll hier. Fliegst einmal nicht wieder weg, ja? So, siehst du? Ihr fliegt der Ast durch die Gegend auf zauberhafte Art und Weise. Ja, hättest du nicht die ganze Zeit da rumgestanden, hätte er schon längst ab. Ja, super.
Halt die da. Weiter vor. Ja. Weiter vor. Gut. Nein. Hey, du willst mich doch verarschen. Ja. Sag mal. Danke. Nee. Die sind gerade aus. Schneide dann die nächste Ecke ab, ey. Vogel hier. Ja, was denn? Der legt genauso eine Baumgabel da drauf. Meine Baumgabel stört mich nicht. Du musst ja auch nicht über die Brücke fahren. Boah, Alter! Ja, lass doch fallen. Fahr übers Feld! Tod dem Kameramann! Ich hab's voll drauf, verstehe. Geil. Hüpf. Verdammte Scheiße. Tod dem Kameramann! Ihr redet ja auch schon seit Tagen davon, dass das aufgenommen werden soll. Hörst du das? Der macht sich gerade nass. Ja, ja, das habe ich mir vorhin schon gedacht, wo du auf einmal mit dem Waldi hier aufgetaucht seid. Da habe ich gedacht, oh, das gibt einen schönen Film heute Abend. Ja gut, ich habe mein Ausrüstungsprogramm nicht an. Ich habe das aus. Ich eigentlich wieder viel zu lange hier rumeiere. Dass er bei mir morgen früh um 6 wieder weg geht. Eieiei, was ein Glück hab ich Urlaub. Bei mir auch, nur ich mache Bereitschaft. Und die andere Sache ist, ich habe bis 14.30 Uhr geschlafen. Wenn ich jetzt ins Bett gehe, kann ich gar nicht einpennen. Schön, dass du hier bleibst, Reich. Hast du gehört? Der Kameramann fängt an zu weinen. Wisst ihr, ich habe diese Nacht 2 Stunden geschlafen. Reicht voll und ganz, was willst du mehr? So, wie sieht's denn jetzt aus? Also wir haben unseren TBL-Kameramann gefunden, wa? Geo. Geo Lane. Ja, schmeißt du das Ding. Ja, klar, Alter, jetzt liegt er gleich Ossi. Alles wieder draußen. Ist ein Hey Leute, ich hab gleich den scheiß Auflieger auf der Seite gelegt. Wir sind gleich dabei, ja. Also. Ich sehe das gerade hier. Die sind hier gerade angekommen. Alter, mach einen die Zange auf! Aber Viertel vor knapp, ne? Das war schon mehr wie knapp. Das war nicht so knapp dahinter, ne? Ich dachte jetzt eigentlich, jetzt ist vorbei, jetzt nicht. Wenn die um ihr Bild spaziert mit seiner komischen Traktorkarre da. Er wollte ja ihn wieder aufstellen, aber es hat sich erledigt. Stell uns dem Geo auf dem Dach, oder Geo? Ja, genau. Ist aber schön, ne? Mir mit dem Geo mal aufs Dach steigen. Aber du greifst mich ja nicht mit dem Motorsäger an. Was macht ihr denn da? Die Erfahrung zwischen Radlader und Schlepper.
Ja, genau. Und ich habe eine Pivotensäge in der Hand. Weißt du, was das ist? Da kommt sowas daraus, was der Jigsaw unterm Arsch hat. Ich hab die Pivotensäge in der Hand. Schnauze. Jetzt kommt Eckig auch noch an die Schüssel. Alle gucken, was wir hier machen. Oh, also, Mann. Ich musste mir den Spaß noch machen, weil das ist ja traumhaft. abgeh wieder Feldarbeiten. Du hast vor allem mit der Holzarbeit aufgehört. Oh. Wir laufen hier. Ich mache keine Holzarbeit, ich gucke. Ja, ins Wasser. Puff. Oh Mann. Und geh hier mal ein Loch ins Dach, schreib mal Kühler hier reinschneiden. Hier. Oh, mir laufen hier gerade die Tränen. Holger, was machst du da, Mann? Halt doch mal die Astgabel ab. Nein! Die Astgabel kann ins Fahrerhaus. In die Schlafkabine. Das ist scheißegal, Mann. Schieß da hinten mal den MAN weg. Immer drauf da. Ey Leute, sind wir jetzt mit allem Mann, die wir auf dem Server sind, hier? Nein. Es gibt noch einer, der arbeitet. Zwei arbeiten noch. Einer auf Feld 24 und einer auf Feld 30. Hey, 23 hätte ich gesagt. 24 bin ich. Nee, ich gerade. 30 ist der Patrick. Ich hab mich gerade den Helfer bei dir angeschmissen. Jetzt leg mir doch mal die drei Streichhölzer da drauf. Das ist ja auch ein guter Hügel hier zum Springen, Richtung Wasser. Ja, da kommst du beim Wasser raus, das hat kein Tauch. Feig. Was, Feig? Nee, Feig. Los, mach mal, zeig. Los, spring. Feig. Ja. Feig. Da kann man mit dem Anhänger hängen. Jetzt nimmt der Anlauf, aber jetzt. Jetzt kommt er, pass auf. Jetzt kommt er angeschissen! Becky, flieh! Ja! Der war gut! Der war gut! Also ich glaube, das Video geklickt gerade wie nie, Geo. Das hat mich ganz TVL geguckt. Ich hab's jetzt so schön die Kamera gehabt, wo er auf uns zukam. In Zukunft nur noch bei uns auf. Ich hab das so schön drauf, wo er dann auf uns zukam, ne? Frag mich nur nicht, welche Folge das dann wird. Ich muss das noch alles zusammenarbeiten. Scheiße! Fahr mal weg da! Achtung! Ein MAN kommt geflogen! Oh, den LKW wieder ab! Ich glaub's nicht! Idiot! Ecki, du hast gerade den LKW abgeladen, das ist dir klar, ne? Ich hab's gesehen, ich bin am Baum hängen geblieben. Nein, der Baum kommt jetzt nicht weg. Nimm mal den Baum weg! Der Baum bleibt, wo er ist, kannst du vergessen. Bleib halt stehen! Heb hoch! Jetzt fahr rein! Verdammt! Stopp! Baby, du springst jetzt da rein! Das ist schon lang weg. Sagst du so einfach. Das ist doch alles nicht mehr normal. Ja, fällt dir früh auf. Waldi, wie oft bist du jetzt schon hier gewesen? Du oft. Ui! Der hat schon abgefärbt. Den habe ich jetzt weil nicht gesehen, weil er von einer anderen Richtung kam. Was Zuschauer dann denken, wenn die das sehen. Oh, die finden das lustig. Da musst du halt am Anfang einfach eine Warnung reinhängen, bevor das Video anläuft. Ab 18. Ja, ja. Rein Leute, die beim Lachen leicht geistige Schäden nach Anfangs, das können wir keine Haftung übernehmen.
jetzt kannst du dich entfernen. Ja. Slayer, tat das weh? Was hast du da vorne? Ein Kameramann umdrehen. Ich hab's gemerkt. Ja, dreh mich mal um. Ja, nee, ist klar, der Nächste legt sich im Baum rein. Und dann klammheimlich ganz schnell aussteigen und davonlaufen, die Sau. Das habe ich leider nicht gerade gesehen. Oh, scheiße. Ja, echt leider, aber wir wissen ja, wer es war, ne, Eggy? Eggy, steig mal auf, fahr weg, ich hänge auf dir drauf. Ich bin schon weg. Nein, ich sitze schon wieder in meinem Mähdrescher. Ja, ja, du hast nur gesehen, wie er ankommt, drüber slidet, sich querlegt, verkeilt, zack, ausgestiegen, weg war er. Oh Mann, ey. Also wenn er mit dem Video keine Krieg hat, ist das Deo. Ah, da müssen nur genug Zuschauer drauf sein, ne? Ja, das bleibt ja ein kleines Esslein. Du musst das ja nur über Gesichtsbuch teilen, ne? Das mache ich ja sowieso. Jetzt, der Nächste, der mir hinten reinscheißt. Ja. Also wird das ja definitiv ein neues Projekt sein. Oder hat es ja gesagt, in der Scheiße, ich wollte nur dass ich nicht weiß, wie es weitergeht mit Farming Simulator. Doch, ich habe ja gesagt, also es geht, ich wusste nicht, wie es mit André weitergeht, aber da wird wohl gar nichts mehr weitergehen, weil er sich eh nicht meldet. Und ich habe da auch keinen Bock hinterher zu rennen. Na gut, hast du deinen neuen Chaotenhaufen gefunden. Darf ich schießen? Warte. Oh Scheiße, ich hänge. Ja toll, die anderen muss ich hier ins Wasser speisen. Hast du deinen neuen Chaotenhaufen nie gefunden? Na, ich fahre gerade hinter dem schwarzen LKW hier. Das muss ein Slayer sein. Das heißt pigmentiert, schwarz ist politisch inkorrekt. Hier ist jemand, Hilfe! Das könnte böse enden, Merkel.